Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dragon Ball Fighters. Wieder mal mit dem Aaron. Hi. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg in Richtung Freezer. Vor allem ein kleiner Tipp an alle unter euch, wenn ihr das Spiel habt, immer ans Speichern denken, weil die letzten zwei Parts, die ihr bereits schon gesehen habt, hoffentlich, konnten wir jetzt nochmal neu spielen, weil wir vergessen haben zu speichern. Und ja. Schade, schade, schade. Gut, dann aber schön, dass ihr wieder dabei seid. Und los geht's. Und sehen wir jetzt noch Cutscenes oder normal? Nö, normal. Captain Genius. Ja. Papa Nappa. Der Pflanzt im Bett. Papa Nappa. Gibt es nur von Papa Nappa. Da ist er ja, der gute Kerl. Ich meine, es ist zwar eher unwahrscheinlich, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn Raditz irgendwann noch kommen würde. Da hätte man Vegeta, Nappa und Raditz zusammen. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob überhaupt noch DLCs kommen und wer dann halt dabei sein wird. Gut. 6 Stück kamen ja jetzt noch erstmal, aber... Ja klar, wenn, dauert es jetzt erstmal eine Weile. Ich meine, theoretisch könnte noch mal was kommen, aber ich glaube, die 6 werden wahrscheinlich die letzten, könnte ich mir vorstellen. Ja. Gut, ist natürlich die Frage, ob dann irgendwann Dragon Ball FighterZ 2 kommt oder halt auch bestimmt. Bei dem Erfolg und so, bestimmt. Ja. Ich bin mal gespannt, wer die letzten 2 Charaktere noch sind, die noch geheim sind. Stimmt, es gibt ja noch 2, von denen wir noch nichts wissen. Also von daher. Weil jetzt kommen wir Broly und Blue Gogeta, was auch okay ist. Ja, aber gut. Ich bin auch mal gespannt auf die anderen dann noch. Das stimmt natürlich. So. Jetzt habe ich erstmal einen Kampf gegen 3 Klone, wo wieder dein Freund Captain Ginyu dabei ist. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall im letzten Part hat sich C21 ja seltsam benommen. Und mal gucken, ob sich das in dem Part jetzt noch auflöst und ob sie auch der Endboss sein wird. Mal schauen. Vor allem halt auch, wie lange die Story überhaupt noch gehen wird. Das stimmt, ja. Ich denke mal, wir nähern uns wirklich in großen Schritten dem Ende. Ich meine, wenn wir das noch wissen würden von den letzten 2 Storys, könnten wir es ja an der Anzahl der Kapitel sehen wahrscheinlich. Aber, ja, aber das haben wir beide, glaube ich, nicht gemerkt. Nö. Danke für die Combo-Cell. Danke für den Angriff-Cell. Na gut. Du hast Cell knapp am Besiegen jetzt gleich dran, Toki. Danach hat er nur noch 2. Siehst du? Aber Cell ist weg. Ja, das stimmt. Double Attack. Ja, die Attacke, mit der sie Future Gohan besiegt haben. Das tut mir immer etwas weh. Nein. Gut, dass ich das wieder auflöse. Die Attacke, mit der sie Future Gohan besiegt haben, das tut mir immer ein bisschen weh. Echt? Ja. Oh. Immer bin ich ausgewichen damit. Das stimmt. Ja, momentan ist mit Dragon Ball einiges los. So viele Spiele, die da momentan rauskommen. Ja, das stimmt allerdings. Aktuell spielen wir noch nebenbei Jump Force, was wir auch gerne angucken können. Und ja, kommen noch einige Sachen, die wir schon in bereits vergangenen Parts gesagt haben, zum Beispiel das RPG. Ja. Oder auch, wenn wir euch für Resident Evil begeistern können, wenn ihr Fans seid, könnt ihr euch auch da unser Let's Play momentan angucken. Das stimmt. Das macht nämlich auch eine Menge Spaß. Oh ja, und es ist sehr spannend. Naja, immerhin lebt sie 18 noch. Noch? Jetzt nicht mehr. Habe ich das wieder zu früh umfasst? Ah doch, jetzt nicht mehr. So, aber ich habe ja noch unser Monster. Den guten 16. Das ist halt noch ein richtiger Roboter. Sag mal. Das hättest du ja wirklich sparen können, Piccolo. Aber stimmt, Mr. Piccolo. Sollte mir noch reinbringen.
Ja. Aber eine Sache muss man wirklich sagen, ich meine, du bist bei dem Spiel an sich eh besser als ich, aber vor allem mit C16, das ist glaube ich mein schlechtester Charakter und ich glaube, du bist, also bei dir ist es mit einer der besten. Ich liebe C16 als Charakter. Ja, mit dem aber kann gut, ich... jeder ist ja auch anders da bei Spielen, also. Naja, mit C16. Nicht bei Spielen, bei Charakteren, mit wem man gerne spielt, das meine ich. Du hast ja auch anders einmal spielen. Ja gut, stimmt ja auch. Das stimmt, aber ich wollte auch was anderes hinaus. Meine Güte. Dann spielst du wahrscheinlich lieber mit C18 als C16, oder? Das auf jeden Fall, ja. Aber mir ist es gerade andersrum. Wie gesagt, C16 könnte, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, mit dem dicken Bu bin ich auch nicht so gut klargekommen, aber sonst könnte C16 wirklich der Charakter sein, mit dem ich am schlechtesten bin. Von allen. Gut, aber den dicken Bu wirst du bei unserem Duell bestimmt benutzen, als einer deiner Lieblinge. Ja, den und C16. Echt? Ja. Echt? C16 gehört auch zu deinem absoluten Liebling, wie der dicke Bu? Nein, ich meine in dem Spiel. Ich bin jetzt wirklich auch von dem Spiel ausgegangen. Ja, wir gehen jetzt gegen Majin Bu, wo wahrscheinlich auf Stufe 70 ist. Und ich glaube, dass ich tatsächlich mit Beerus am besten bin in dem Spiel. Aber wie gesagt, es ist länger her, dass ich es mal so gespielt habe, aber mit Beerus bin ich ja immer ganz gut gewesen. Ja. Kann ich nicht beurteilen. Ich habe das mal gesehen, wie du mit Beerus gespielt hast. Ah, heimlich üben, ja, fürs Duell, ja. Ja. Dann weiß ich, auf wen ich mich spezialisieren muss. Echt? Ich meine, du siehst ja meine Klasse, also... Da musst du dich wirklich in Acht nehmen. Gut, wenn du bis dahin täglich trainierst, kannst du schon mal einiges besser halten. Also, andererseits mit den Sachen, die wir alles vorhaben und machen momentan, ist halt nicht viel Zeit zu trainieren. Das stimmt allerdings. Sag mal. Das hast du dir verdient, Freezer. Das war gut, das hätten wir sein können. Sag mal, ich will auch... Ich drück dir auf jeden Fall... Trifft! Na gut. Die Daumen, dass du jetzt nicht verlierst, weil dann müsste ich alles nochmal machen. Ja, ich befürchte es fast. Nein, du erledigst sie jetzt alle, alter Junge. Gut, Freezer scheint jetzt sogar zu schaffen. Den guten alten Freezer. Na, noch nicht ganz. Na gut. Aber wenn das trifft, ist er weg. Ja. Jetzt kommt, sag mal, schon wieder Ginyu-Napper. Die haben es uns echt angetan jetzt in der Part. Ja, besonders hier, Ginyu. Obwohl Napper eigentlich auch, die scheinen die jetzt zu mögen. Das hätte sich Ginyu wirklich sparen können. Ich hoffe, der trifft noch. Natürlich nicht. Hullo. Gut, aber du hast ja noch einen mit fast allen Leben, also... Ja. Andererseits ist mir eben erst eingefallen, dass das nicht ein ganz guter Charakter ist. Hast du das gesagt. Kommt noch dazu, aber selbst wenn... Ja. Ah, meine Güte. Wird auf jeden Fall eine sehr knappe Kiste. Mickey kennt halt, dass ich jetzt sparen kann. Das stimmt. Mein Video ist auf jeden Fall weg. Na gut. Nappa hat zwar noch alle, aber du hast eine Chance auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Nappa sie noch alle hat. Danke. Naja, du kannst mit deiner Super auf jeden Fall voll spammen. Ja, aber ich krieg die Super nicht hin, das ist das Problem. Ich weiß gar nicht, warum das bei C16 irgendwie nicht funktioniert. Ah, das ist die Selbstzerstörung, die wollte ich nicht machen. Ist doch egal, du hast gewonnen. Sicher? Dass er da nicht gewonnen hat? Nö. Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja, tatsächlich. Du überlebst dann genau mit einem Trefferpunkt. Dann ist ja cool. Das ist natürlich dann für dich gut. Dann mach ich die jetzt immer. Ja. Das Problem ist nur, dass ich jetzt keine Leben mehr habe. Aber erstmal Cutscene. だいぶ 18 号の実力を引き出そうだね完璧とは言えないけどだいぶ戦いにも慣れてきたみたいだお前たちのリンク率は確実に上昇してきているようだなようやく見つけたぞセルおお全員揃っているとはなお前たちもその女に操られているのか操られている何の話だ
私にも協力者がいてね、彼らから情報をもらっていたんだ。そしてようやく分かったのさ。全てはそこにいる21号の差し金だと。ごめんなさい、多分私がやったんだと思います。なんだって？全ては21号が今の状態になる前、衝動に支配されていた頃にしたことだろう。だがその頃の記憶を今の21号は持っていない。セルたちを蘇らせた目的も方法も分かりません。でも人工精神を作り、リンクシステムを使った形跡は残っていました。そんなことって、面白い冗談を言うな。これだけのことをして覚えていないとは。だが今の私はそんなジョークに付き合う気分じゃなくて、どうしても思い出せないというのなら、力ずくで思い出させてやろう。見るがいい、私の真の力。そんな、これほどの力が出せるなんて。リンクしているのは人工精神、ここまで力を引き出すことはできないはずだ。おお、私の中に入ってきたあの精神のことか。あれなら抑え込んだ上で私の言いなりになるよう掌握した。そんなことが、まさかそれでリンク率が上昇して。仕組みなど興味がないな。私はこうして本来の力を取り戻した。必要な事実は。それだ、化け物め。お前はその化け物に再び消されるのだ。ダメだ21号、戦ってしまってはお前は食欲を抑えきれなくなってしまう。ここはひとまず逃げてくれ。そうはいかないわ16号、約束したでしょ、そばにいるって。それが貴様の真の姿か。面白い。食欲で暴走することは確かに怖い。でもそれ以上に私は大切な人たちが傷つくのを見たくない。いいだろう、最強の人造人間は私だということは。So, haben wir jetzt ein Cyborg-Duell, beziehungsweise mal gucken. Ist es dann schon das eventuelle Finale? Ah. Jetzt haben wir die gute C21. Okay, sehr gut. Ja. Gegen Cell. Level 42. Ist das jetzt wirklich das Finale? Nee, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass das Finale ist, aber ich weiß es nicht. Ja. Wir werden sehen. Aber wir sehen ja auf jeden Fall auch an dem Design von C21, dass sie anders aussieht als in anderen Stories. Ja, keine roten Augen. Ja. Da war sie ja böse und diesmal hat sie Kontrolle. Ja. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja. What the Jute Gute kann. Vor allem ist das erste Mal, dass wir selber mit ihr kämpfen. Danke, Sven. Dass du mir die Super reindrückst, du ekliger. Na gut, aber das sollte kein Problem für dich sein. Zumindest nicht, wenn du deinen overpowerten Charakter zu 16 hast. Nice. Das war sogar die beste oder so. Ging schnell.
So, und jetzt schauen wir mal, ob es wirklich schon vorbei ist und ob wir zur letzten Cutscene kommen oder ob es noch weitergeht. Ja. まったく俺たち全員で戦ってもこのざまかよ。もう我慢できない。ダメだ、21号クソ、止めなきゃならないのに体が言うことを聞かない。頼む、21号にリンクして止めてくれ。分かった、頼んだ、21号を止めてくるんだ。弾き返されたらしい。な、今度はリンクもダメだってのかよ。本当に愛した。何をするのよ、16号。俺は約束を果たす。うるさい、うるさい。私の邪魔をするな。これまでか。16号、頼む、21号の心を守ってやってくれ。何をしているんだ、16号はお前のために。16号、そんな16号、こんなことって。いやー、くっ、何なってんだ。何が起こったんだ。清々しい気分。あなたはとぼけるんじゃないわよ。これまで散々私を押さえつけてきたじゃない。まさか。そう、私はあんた、ちょっぴり食いしん坊なもう一人の自分。でもあんたに邪魔されるのもおしまい。私の食欲は誰にも止められないわ。ねえ、何も分かっていないんだから。残念でした。あんたのパワーはほとんど私のものになったの。こんな風にね。21号、さーて、楽しい楽しいおやつタイムの始まるよ。
嘘だろ。力しか出せないの？予想以上に弱っちくて私がっかりしちゃった。そんな悪いけどこんなお遊びに付き合ってるほど暇じゃないのよね。まずはあんたが私を邪魔できないようにしないと。そういうわけだからまたね。全部私のせいです。16号のこともあいつが生まれたことも全て私が弱かったから。悔しい気持ちはわかるがこうしていても仕方ないぞ。そうですね、全て私のせいだから私が自分の手で責任を取らないと。戦いに巻き込んだ私がお願いできることではないとわかっています。でも私が戦うためにはあなたにリンクしてもらう必要があるんです。あなたとリンクすれば私も力を引き出すことができる。お願いします、私に力を貸してください。そうだな、あいつをこのまま放っておいたら何をしでかすか分かったもんじゃない。何としても叩きのめすよ。さあ私とリンクしてください。もう一度だけ私に戦う力を。本当にこれでリンクしたのか？ああ、うまくいったはずさ。協力してくれてありがとうございます。今は少しの時間も惜しいです。急いであの人を追いましょう。待てよ、何を一人で行こうとしてるんだ。リンクしたくらいでお前一人で戦えると思っているのか？あいつを野放しにしたらどっちみち私たちだって危ないんだ。こうなったらやられる前にやってやるさ。ありがとう17号さん、18号さん。あの人は世界中に点在する研究施設、そのいずれかを目指しているはずです。自分の弱点を潰すために。弱点？ええ、あの人に追いつけば全てわかるはずです。それじゃあまずは奴を追うとするか。So, ja, wir nähern uns dem Finale.
Dauert aber anscheinend noch. Vielleicht schaffen wir es im nächsten Part. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, was es mit der Geschichte um C21 auf sich hat, mit ihrer guten und bösen Seite. Und es tut mir wirklich sehr leid für dich, aber dein Main-Charakter ist tot. Ich hoffe natürlich, dass wir es trotzdem schaffen werden. Und ja, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wir hoffen, dass ihr auch weiterhin dabei bleibt, wenn wir vielleicht im nächsten Part das Ganze schon beenden. Wir werden sehen. Auf jeden Fall habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.